Mein Name ist Lisa Kaltnegger, ich bin Astrophysikerin, die Direktorin des Carl Sagan Instituts hier an der Cornell-Universität in New York und stolze Preisträgerin des Heinz-Meyer-Leibniz-Preis. Der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis war für mich einfach was wirklich Schönes, weil es zeigt die Wertschätzung der eigenen Arbeit. Aber ich muss sagen, es war auch sehr, sehr gut für meine wissenschaftliche Karriere, weil Leute, die die eigene Arbeit jetzt nicht kennen, also Kollegen, also ein bisschen im anderen Umfeld, Physiker oder so, oder Astronomen, die was anderes machen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich bei einer von diesen Feiern der Kollegen und jemand fragt, was machen denn Sie? Und ich sage, ja, die Erkundung von anderen Planeten. Und der dreht sich schon so weg, das war ein älterer Kollege. Und da kommt ein anderer Kollege her und sagt, na Lisa, Gratulation zum Heinz-Meyer-Leibniz-Preis. Und schwupps, der hat sich wieder umgedreht und sagt, was machen Sie jetzt genau? Und es hilft doch schon, gehört zu werden, weil dann kann man natürlich auch die Ideen weiter verbreiten. Das Preisgeld des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises ist hier gebunden zur wissenschaftlichen Forschung. Und meine Forschung ist sehr theoretisch. Das heißt, ich habe viele Computermodelle, die eben diese Luft, diese Atmosphäre auf anderen Planeten ausrechnen. Und ich muss sagen, durch den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis ist es schneller gegangen. Und die Leute, die auf Reisen waren, auf Konferenzen waren, haben fröhlich gut weiterrechnen können, weil wir eben das in Computer investiert haben. Ich glaube, was mir persönlich noch mehr geholfen hat, ist dieser Preis, ist einfach auch ein bisschen mehr Gehör zu finden im deutschen Wissenschaftsraum, der jetzt immer besser sich anpasst an junge Frauen in der Wissenschaft, aber der manchmal vielleicht doch noch ein bisschen eine Hilfe braucht, damit sie so gut gehört werden wie die männlichen Kollegen. Ich bin im Augenblick in Amerika, also ich habe auch meine Zeit in Deutschland sehr genossen. Was die mir halt hier angeboten haben, ist mein eigenes Institut aufzubauen und meine eigenen Ideen umzusetzen. Und ich habe gesagt, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass jetzt in einem breiten wissenschaftlichen Band die Idee von Leben im All, also mit Biologen, mit Physikern, mit Ingenieuren, mit Chemikern, das zu diskutieren, um da neue Ideen rauszubringen. Und hier an der Cornell-Universität haben die gesagt, super Idee, komm, mach's und werde Direktor. Und das ist bei uns im deutschsprachigen Raum und vielleicht auch in Europa ein bisschen weniger normal für junge Leute. Und ich denke mal aber, wir kommen immer besser in die Waage. Ich glaube, die internationale Sichtbarkeit des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises wird immer mehr, je mehr Preisträger jetzt dann nicht in Deutschland bleiben. Weil zum Beispiel in Cornell, jetzt im Astronomie-Department in meinem Fall, die kennen den Preis jetzt. Die haben den auch gegoogelt, die haben geschaut, was es ist. Und jetzt wissen die, diesen Preis, den gibt's. Und ich denke mir, je internationaler die Wissenschaft wird, und die wird ja auch internationaler Leute wechseln von verschiedenen Plätzen, desto mehr wird auch dieser Preis bekannt. Es ist einfach ein Preis, der junge Wissenschaftler wertschätzt, von einem großen Gremium. Und das hilft immer in der Karriere. Das heißt, es ist jetzt egal, ob es Universität ist oder nicht Universität, weil man einfach von außen wertgeschätzt wird oder evaluiert wird und gut evaluiert wird in diesem Fall. Als Tipp für junge Wissenschaftler würde ich einfach sagen, ein Problem auch international zu sehen oder einfach an verschiedenen Orten Lösungsvorschläge zu lernen. Weil je mehr verschiedene Sichtweisen Sie sehen, desto bessere Angriffspunkte bei dem Problem haben Sie.